Ist neues Stadtteil. Ja, genau so oder ähnlich kann es vielleicht auch gleich bei dir aussehen. Die Weihnachten steht wieder vor der Tür. Du musst springen von Haus zu Haus. Von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum und suchen dann das gute Geschenk für meinen Freund, für meinen Kollegen, für die Familie, für die Grossmutter. Für dich müssen wir etwas ganz Gutes haben. Vielleicht kommst du mir dann auch gestresst, weil du immer noch so viele Geschenke müssen kaufen. Vielleicht denkst du jetzt einfach mal, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Aber die Weihnachten ist ja noch nicht mal vorbei. Und vielleicht denkst du dir, was wollen wir mit dem Ganzen? Was bringt das ganze Geschenk kaufen? Ist das einfach pure Geldverdienst für Geschäfte, dass sie ihr Jahr noch aufbessern, damit sie nächstes Jahr im Januar wieder anfangen zu starten, damit alles Konkurs geht? Oder was ist gerade denn hinter dem Geschenk? Ja, ich habe mir mal gedacht, ja, ist ja logisch. Jetzt ist ja das Fest von der Freude. Wir wollen doch einander Freude machen. Und wenn der Bankmann eine Freude hat, weil er noch ein bisschen mehr Geld bekommt zur Geschäfte oder weil eine Verkäuferin, die mir noch Blumen verkaufen kann, die hat auch noch ein bisschen Freude. Das ist doch das Ziel der Weihnachten. Wir wollen doch einander ein bisschen Freude machen. Das heisst überall, das Fest von der Liebe, das Fest von der Freude. Aber irgendwie kann sich das nicht ganz sein. Ist wirklich die Weihnachten nur für das, dass wir einander Freude machen? Oder wo kommt die Weihnachten genau? Ich habe mal gedacht, ich könnte mal nachschauen, wo das genau herkommt. Dann habe ich mir überlegt, die Zeit vor Weihnachten ist jetzt Adventszeit. Und Adventszeit heisst ja ankommen. Dann denke ich, ja, Advent bin ich jetzt ankommen. Ja, wo sollen wir ankommen? Wer soll denn ankommen? Vor 2000 Jahren ist Jesus auf die Welt angekommen. Er ist zu uns gekommen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hey, es geht doch um Weihnachten, um Geschenke. Wir wollen doch Freude haben. Ist doch wichtig, dass ich Freude habe. Bei diesem Fest stehst du vielleicht nicht du im Mittelpunkt. Stehst du vielleicht nicht ich im Mittelpunkt. Dann steht Jesus im Mittelpunkt. Er ist gekommen und das ist doch das Fest für die Freude. An dem können wir uns doch freuen. Aber jetzt denkst du, ja, wieso machen wir die geheimen Geschenke? Wir können ja Jesus nichts schenken. Oder, ja, da Geschenke nicht gemacht, dann ist es einfach so. Jetzt hast du es. Vielleicht hat er es gefangen, vielleicht auch nicht, denkst du jetzt. Aber es ist ja nicht so. Wir schenken doch unsere Sachen, damit wir uns zusammen Freude haben können. Weil Jesus, als er gestorben ist, seitdem erlebt er auch in uns und unter uns. Und wenn wir aneinander Freude machen, dann ist es auch Freude für Jesus. Und darum möchte ich euch ganz fest ermutigen, jetzt die Weihnachten nicht einfach Geschenke machen. Ja, ich muss ja, ich suche ja, ich brauche das Beste. Sondern mach das Geschenk, das von deinem Herzen kommt und dir Freude macht, jemandem zu schenken. Und er wirklich auch Freude annehmen und sagen, danke. Vielleicht ist es ein kleiner Kuchen, den du selber machst. Es kann etwas ganz Kleines sein. Aber es sollte von Liebe kommen. Und nicht einfach, was man machen soll, oder Stress ein bisschen da ist, oder machen wir etwas Kleineres, oder kaufen wir dort schon etwas. Nimm dir Zeit für Weihnachten und geniesse es.